Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Ja, der Bunny Hop sitzt jetzt immer besser. Dann könnt ihr hingehen und gucken, wo ist der optimal einsetzbar. Ihr werdet merken, der richtig hohe Bunny Hop, wie zum Beispiel Trailfahrer Fabio Wippmer oder so ihn vormachen, ist sehr selten nötig. Und wenn ein Baumstamm so dick ist, müsst ihr euch wirklich zweimal überlegen, ob ihr das probiert. Weil wenn man hängen bleibt an einem Baumstamm beim Bunny Hop, hat man auch sehr hohe Verletzungsgefahr. Der Haupteinsatzzweck des Bunny Hops ist im Trail. Ihr werdet merken, die vorausschauende Art, wie ihr den Trail lest, ändert sich durch die vielen kleinen Bunny Hops, die ihr macht, enorm. Ein Beispiel ist, ihr habt Wurzeln. An der ersten Wurzel springt ihr ab. Die sind alle glitschig und doof. Das heißt, da wollt ihr drüber segeln und mit einem kleinen Bunny Hop überspringt ihr das Wurzelfeld und landet dahinter. Das funktioniert besser in Sachen Flugkurve und Höhe, als wenn ihr einfach nur einen Standardhop macht und beide Räder hochreißt. Dann werdet ihr sehen, wenn ihr kleine Senken oder Wellen habt, anstatt da irgendwie drüber zu rollen, werdet ihr vorzeitig abspringen und in die Rückseite der Welle oder in die Senke reinlanden. Das hilft euch, noch mehr Geschwindigkeit zu haben und den Trail geschmeidiger zu fahren. Es macht aber auch einfach nur mega Spaß, kleine Bunnyhops in Trails zu nutzen. Ein super Vorteil vom Bunnyhop ist es, dass ihr sehr spontan damit reagieren könnt. Also auch wenn ihr nicht das höchste Tempo habt und ihr seht einen doofen Stein, ihr könnt sofort einen kleinen Bunnyhop machen, in der Luft das Rad noch nach vorne schieben, dass ihr nicht mit dem Hinterrad auf den Stein knallt. Das ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich für eure Sicherheit. Natürlich habt ihr auch im Bikepark die Möglichkeit, Bunnyhops anzuwenden. Zum Beispiel könnt ihr an Drops und Gaps, anstatt einfach nur einen Floater-Drop zu machen, auch aktiv abspringen. Das funktioniert entweder mit einem Rebound-Hop oder mit einem kleinen Bunny-Hop, je nachdem wie viel Höhe ihr wollt, wenn ihr vielleicht in der Luft stylen wollt oder einen Trick machen wollt. Also, werdet wieder Spielkinder, nutzt den erlernten Bunny-Hop im Trail, ihr werdet merken, da eröffnen sich viele Möglichkeiten. In dem Sinne, let's play, spielt auf den Trails mit Bunny-Hops, viel Spaß dabei. Hi liebe Leute, liebe Bunnyhop-Lehrlinge, ihr werdet merken, eine Bewegung, die ihr beim Bunnyhop richtig schön vertieft habt, das Abspringen aus den Beinen, das hilft euch auch beim Abziehen. Sprich, wenn ihr in einem Trail seid, wo kleine Kicker stehen oder ihr seid im Bikepark mit Tables, kleine Absprungrampen, dann könnt ihr das aktive Abspringen gut nutzen. Die Bewegung bei kleinen Kickern oder Tables ist dem Bunnyhop in gewisser Weise ähnlich. Jedoch müsst ihr nicht euer Vorderrad isoliert nach oben bringen, denn der Kicker hilft euch, dass das Fahrrad in die Flugkurve geworfen wird, sprich zuerst das Vorderrad, dann das Hinterrad. Und ihr könnt diesen unterstützen, indem ihr sowohl den Rebound nutzt, also ihr macht euch klein, sehr impulsiv und dann richtig abspringt, nutzt die Kraft aus den Beinen, die Arme strecken sich auch und so könnt ihr die Höhe steigern und richtig abziehen. Wenn ihr das Abziehen übt, sucht euch viele kleine Stellen, zum Beispiel geht es auch manchmal an Bordsteinkanten, die sich dann so erhöhen. Und trainiert das Ganze, prüft das mit dem Handy, wie sieht das aus. Eigentlich würde ich euch empfehlen, da jetzt keine Wissenschaft draus zu machen und verschiedene isolierte Bewegungen zu machen, sondern geht direkt in die Praxis, nutzt jeden Hubbel, um aktiv abzuspringen und dann könnt ihr euch Schritt für Schritt steigern und kriegt auch ein Gefühl für das Timing und die Explosivität. Übt das aktive Abspringen und Abziehen, bitte natürlich mit Schienbeinschonern. Es kann euch passieren am Anfang, dass ihr mal abrutscht. Steigert euch Schritt für Schritt. Ganz wichtig, auch wenn ihr im Bikepark seid und da stehen im Übungsparcours schon größere Tables, fangt erst an kleinen Wellen und Tables an, die Technik zu üben und dann steigert ihr euch. Es kommt natürlich auch dann noch dazu, dass ihr das richtige Tempo wählen müsst. Wenn ihr eine hohe Geschwindigkeit habt und voll abzieht, kann es sein, dass ihr die Landung überfliegt und stürzt. Deswegen muss man sich da echt herantasten. Macht die Welt zu eurem Springspielplatz und zieht überall ab, wo es geht. Nutzt dabei richtig schön den Rebound. Ihr werdet merken, das hilft sehr. Und dann könnt ihr es auch im Bikepark an Tables anwenden. Übt dazu weiter auch den Bunny Hop. Ihr habt beide Themen jetzt dabei gehabt. Bleibt dabei, mischt die einzelnen Lektionen und ihr werdet merken, das sind keine unerreichbaren Ziele. Nehmt euch die Zeit, Wochen, Monate. Viel Spaß beim Üben. Und danke, dass ihr bei der Challenge mitgemacht habt.